Name. Geboren am Lieblingsstrecke. Das erste Rennen. Größe. Gewicht. Startnummer. Natürlich bedingt durch das Motorradgeschäft meines Vaters war es natürlich irgendwie vorbelastet, das Ganze. Und angefangen das erste Mal am Motorrad saß ich mit, das war mit 3 Jahren. Dann kam eine kurze Pause, wo ich Eishockey spielte und dann so wirklich losging damit. Der Einstieg mit 3, da gibt es natürlich nur Motocross bis 7 und dann hat sich das eigentlich. Danach kam dann sofort Pocket Bike, das sind dann die kleinen Straßenmotorräder und dann ging es natürlich weiter auf der Straße. Ja, natürlich, ja, speziell in Österreich ist es ja nicht so populär wie jetzt in Italien oder in Spanien. Da ist es natürlich immer schwierig, Unterstützer zu finden und auch Rennstrecken. In Italien gibt es, in jeder Ecke gibt es irgendwo eine Rennstrecke. Hier ist es natürlich so, wir haben immer weite Wege zu gehen und das kostet natürlich viel, viel Zeit und ist ein großer Aufwand. Die Tiefen gibt es im Rennsport natürlich mindestens so viele wie Höhen, das ist keine Frage. Was man dagegen tun kann, ist einfach nur daran denken, was einem die Motivation gibt oder was die Motivation ist dafür, dass man diesen Sport macht und die aufrechterhalten. Wenn das Feuer für den Motorsport brennt, dann findet man immer wieder diese Motivation und macht weiter und dann geht es auch wieder aufwärts. Ja, das Motorradfahren, das ist eine Art, ich kann es schwer vergleichen, das ist irgendwie eine Art Meditation. Du bist so im Fokus, es gibt nur das Motorradfahren und das Adrenalin in dir und keinen anderen Gedanken. Und das ist der Wahnsinn einfach. Es macht so frei im Kopf. Unglaubliches Gefühl. Na, Angst spielt keine Rolle. Der Respekt auf jeden Fall, weil klar, Fehler werden knallhart bestraft im Motorradsport. Das tut dann oftmals weh. Respekt auf jeden Fall, den brauchst du auch, um zu überleben, aber keine Angst, weil sonst bist du nicht schnell. Und dann fühlst du dich nicht wohl auf dem Motorrad. Wenn du dich nicht wohlfühlst, bist du auch nie schnell. Jeder Fahrer findet einen anderen Weg, wieder frei zu werden im Kopf. Das ist das Wichtige. Und vor allem mit dem Motorrad auch, du brauchst gute Leute um dich herum, die wissen, wie sie das Motorrad abstimmen müssen für dich, dass es für dich passt, dass du dich darauf wohlfühlst. Bei der Familie ist es so, dass wenn da nicht das Verständnis für den Motorsport da wäre, das würde es nicht funktionieren. Du brauchst die Unterstützung von zu Hause und einfach die Basis, dass du weißt, okay, es wird verstanden, was du machst und es wird auch supportet. Das ist ganz klar. Selbe Spiel geht mit der Freundin. Du bist über 100 Tage im Jahr auf Reisen. Wenn die nicht mitspielt, gut, dann ist natürlich die Frage, für was brennt eher die Motivation, für die Freundin oder wieder mit Motorsport. Oder viel Motivation schöpfst du auf jeden Fall aus den Erfolgen. Es ist so, am Anfang, wie ich eingestiegen bin in den großen Straßenrennsport, da waren sicher die Erfolge. Der zweite Platz, der zweite Gesamtplatz im Suzuki European Cup und auch dann im selben Jahr einige Podestplätze in der internationalen deutschen Meisterschaft. Und aktuell, jetzt in der Superstock WM, ist auf jeden Fall letztes Jahr Platz 5 und Platz 4 bei den letzten Rennen. Auf jeden Fall das Highlight. Ja, diese Saison ist nicht so ganz nach meinen Vorstellungen verlaufen bis jetzt. Wir hatten viele Probleme Anfang der Saison.
Momentan, ja, es geht bergauf. Letztes Rennen war ich Siebter und die Performance ist ganz klar nach oben gerichtet. Von dem her, ich fühle mich immer wohler auf dem Motorrad und auch die Resultate zeigen. Das Ziel war immer schon, sich mit dem Besten zu messen. Und ich habe immer versucht, in Meisterschaften zu fahren, die ein hohes Maß an Professionalität besitzen. Und das oberste Ziel für mich ist ganz einfach, mit den Allerbesten zu fahren. Und das heißt MotoGP. Und irgendwann der Beste von den Besten zu werden. Am Ende sitzt du allein auf dem Motorrad. Aber um dorthin zu kommen, du brauchst immer ein Team und gute Leute und hochmotivierte Leute. Denn alleine kannst du es nicht schaffen. Das ist einfach auch hier unmöglich. Es ist vergleichbar mit Fußball, keine Frage. Weil ohne ein starkes Motorrad kann auch der beste Fahrer nichts ausrichten. Wenn ich sage, das beste Motorrad, dann sage ich immer, das beste Team, das das Motorrad so vorbereitet hat, das ist das beste Motorrad. Hochprofessionelle Arbeit auf der Rennstrecke trifft hochprofessionelle Arbeit in der Werkstatt des Motorradcenters Mehr. Nicht umsonst ist das Motorradcenter Mehr Generalvertreter der weltweiten Vorzeigeprodukte von Arrow und Öhlins. Durch das Motorradgeschäft, durch das Motorradcenter Mehr, kommt natürlich das Verständnis für den Motorsport und auch die Verbindung ist ja da zwischen dem Rennsport und der Werkstatt. Das ist ja quasi eine Synergie. Wir ergänzen uns ja mit dem Know-how vom Rennsport, das in die Werkstatt geht und umgekehrt. Also nicht ich jetzt im Speziellen, sondern mein Vater, dem ja das Motorgeschäft hier gehört. Und der auf jeden Fall jetzt speziell mit Zubehörteilen von Arrow und Öhlins, die wir auch bei unserem Motorrad verwenden, da auch sehr gut das Know-how an Kunden weitergeben kann. Also quasi das Superstock-WM-Niveau von der Rennstrecke wird hier nach Doosterfeld transferiert. Wir werden René Mehr auf einige seiner WM-Rennen begleiten und nach sein Team vorstellen. Professional Racing made in Vorarlberg.